gegenseitig an euch geschätzt, dass ihr hilfsbereit seid. Dass ihr was anpackt, dass ihr aufeinander achtet. Und da sind wir bei eurem Trauspruch. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Also euer Trauspruch ist nicht irgendwie so ganz rosarot, nur Blümchen und was weiß ich was. Nein, eine gegenseitige Aufforderung, die helfen soll, gemeinsam glücklich zu werden. Auf geht's dann, auf geht's, Kamara. Gegenseitig lasst uns aufeinander Acht haben. Wir wollen uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Meine geliebte Tommy, es ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Nun ist er da, unser Hochzeitstag. Und wir gehen in unsere gemeinsame Zukunft. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass wir uns im Herbst 2019 begegnet sind. Knapp 4 Jahre später stehe ich einer wunderschönen Frau gegenüber. Du bist mein größtes Geschenk, mein Sonnenschein, mein Glück, mein Leben und meine Liebe, und ich freue mich riesig über dieses Geschenk Gottes. Wir sagen heute Ja zueinander, und ich sage dir, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und es tut gut, so wie du mich liebst. Ich werde dich immer lieben. Ich liebe es, in deine wunderbaren Augen zu schauen. Ich liebe es, wenn du mich zum Lachen bringst oder einfach in meinen Armen liegst. Ich liebe dich dafür, wie du mit Menschen und vor allem mit Kindern umgehst. Du wirst bestimmt die beste Mama für unsere Kinder werden. Ich verspreche dir meine treue und bedingungslose Liebe. Ich verspreche dir, dir in Liebe, Achtung und Respekt zu begegnen und dein Anderssein anzunehmen und zu achten. In meiner Liebe zu dir will ich wachsen. Ich verspreche dir, dass ich immer für dich da sein werde, wenn du mich brauchst. Ich verspreche dir, für dich zu sorgen, möchte dir eine starke Schulter bieten. Ich will dich ermutigen, unterstützen und dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Ich will mit dir zusammen die Freudentränen als auch die Tränen der Trauer weinen, dich in schweren Zeiten trösten und die guten Zeiten mit dir feiern. Ich freue mich, mit dir die Welt zu entdecken und glücklich zu sein. Ich will Gott vertrauen und er möge mir die Kraft und die Liebe schenken, dir ein guter Ehemann zu sein. Tammy, meine Traumfrau, ich liebe dich von ganzem Herzen, weil du das Besondere und Wichtigste bist, auf das ich mein ganzes Leben gewartet habe. Ich will immer für dich da sein. Danke, lieber Ehemann, danke. Mein lieber DC, nun stehen wir nach 3,5 Jahren Beziehung hier am Altar und wollen uns von Gott und der Gemeinde das Ja geben. Du glaubst gar nicht, was das für mich bedeutet. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich dich kennen und nie gelernt habe. Für mich bist du ein ganz besonderer Mensch. Du hast dein Herz an der richtigen Stelle. Du bist ein absoluter Familienmensch und würdest alles für einen hingeben. Als meine Eltern mich damals kennengelernt haben und sie mitgekriegt haben, dass du noch nie geflogen bist, meinten sie nur, bei den Knechts wirst du ums Fliegen nicht herumkommen. Da ich in meinem Leben schon viel rumgekommen bin und ich dir auch früh sagte, dass ich schon im Reich der Mitte gelebt habe und ich meinem Partner unbedingt meine zweite Heimat zeigen möchte, dann habe ich schnell die Angst in dir verspürt. Schaffe ich das? Eigentlich habe ich doch genug Angst. Für dich war es nicht einfach und ich habe mich immer wieder damit genervt, wann wir es denn endlich angehen wollen. Du hast mir aber auch versprochen, ich kann es dir nicht versprechen, dass ich es schaffe, aber ich möchte es aus Liebe zu dir versuchen.
was für ein Liebesbeweis. Als du dann mit der Idee kamst, wir könnten doch gemeinsam mit jemandem das machen, sind wir letztes Jahr gemeinsam mit deiner Tante und deinem Onkel nach Lissabon geflogen. Du warst maßlos aufgeregt und hattest Angst, aber du hast es geschafft und glaubst nicht, wie stolz wir in dem Moment auf dich waren. Außerdem hast du mir beim Antrag am 18.08.2021 noch einen zweiten Liebesbeweis gemacht. Und zwar hast du mich da gefragt, ob ich bereit bin, mit dir um mein zweites Abenteuer eingehen möchte. Und natürlich habe ich ja gesagt. Nun ist der Tag gekommen und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft mit dir. Ich will dir versprechen, immer für dich da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten, dir eine starke Stütze zu sein und eine Ehefrau, die du dir immer gewünscht hast. Danke, dass es dich gibt, Moani. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden.